Hallo, willkommen zurück. Das erste Gespräch mit Jack steht an. Sie fragt, was wir wollen. Wir wollen Sie retten. Sie sind in einer üblen Lage und ich werde Sie hier rausbringen. Scheiße, Sie klingen wie ein Waschlappen. Ich gehe mit Ihnen nirgendwo hin. Sie gehören zu Cerberus. Hm. Ja, das ist eigentlich eine gute... Ich bin nicht. Nein. Wir leugnen das jetzt einfach. Nein. Ich arbeite zurzeit mit Cerberus zusammen, weil Sie mir helfen können. Mit Ihnen, für Sie, ist für mich dasselbe. Sie tauchen in einer Cerberus-Fregatte auf, um mich irgendwo hinzubringen. Halten Sie mich für bescheuert? Was hast denn du für Alternativpläne? Willst du ein bisschen durch den Weltraum schwimmen gehen? Dieses Schiff wird in Flammen aufgehen. Wir können Sie in Sicherheit bringen und bitten um Ihre Hilfe. Wir sollten Sie bewusstlos schlagen und einfach mitnehmen. Versuchen Sie es ruhig. Ich habe da eigentlich keinen... Wir haben genug gesehen. Da waren diese vier riesigen Mechs, die das versucht haben. Und ich glaube nicht, dass wir das hinbekommen. Wir werden sie nicht angreifen. Gute Entscheidung. Wenn Sie wollen, dass ich Sie begleite, müssten Sie mir schon was anbieten. Zum Beispiel neue Klamotten? Woran wären Sie denn interessiert? Ihr Schiff hat sicher jede Menge Cerberus-Datenbanken. Ich will Einsicht. Ich will wissen, was Cerberus über mich weiß. Wenn Sie mich im Team wollen, lassen Sie mich die Datenbanken durchgehen. Ich habe ja auf die meisten Datenbanken selbst keinen Zugriff. Aber ja. Ich gebe Ihnen vollen Zugriff. Sie sollten besser aufrichtig mit mir sein. Warum zum Teufel stehen wir dann noch hier rum? Gehen wir. Ich will ja auch wissen, was sie weiß. Oder was die über sie wissen. Wunderbar. Zwei Gruppenpunkte erhalten. Also die Dinger sind wirklich diese knausrig mit den Gruppenpunkten. Gefangene mit dem Namen Jack für das Team rekrutiert. Verrat an Shepard durch Purgatory nicht hinnehmbar. Konnte Geldüberweisung zum Glück zurückbuchen. Ja, du hast die Prioritäten wirklich in einer Reihe. Muss möglicherweise Schritte gegen Blue Suns einleiten, um Konsequenzen von Einmischung zu demonstrieren. Wir haben ein paar neue Sachen gefunden. Schrotflinte und Schadensschutz. Schadensschutz klingt interessant. 10% mehr auf Schilde und Panzerung. Sollten wir erforschen, auf jeden Fall. Schrotflinte können wir auch erforschen. Ich habe ja lange gefarmt. Und wir kriegen 30.000 Credits. Wunderschön. Um mir was leisten zu können. Dann wollen wir Jack doch erstmal zu Dr. Cerberus, wollte ich schon sagen, zu Dr. Chuck was bringen. Ja, bisschen untersuchen, die Superbiotikerin. Und dann würde ich gerne die Cerberus-Artikel über Jack lesen. Wir müssen vielleicht auch Miranda befragen, vielleicht hätte ich Miranda direkt mitnehmen sollen. Willkommen auf der Normandy, Jack. Ich bin Miranda, Shepards Stellvertreterin. Auf diesem Schiff werden Befehle befolgt. Sagen Sie dem Cerberus-Cheerleader, sie soll Abstand halten, Shepard. Ich bin nur wegen unserer Abmachung hier. Die hat die andere Station komplett zerstört. Ich hab sie jetzt an Bord des Schiffes. Ich will nicht, dass das gleiche hier nochmal passiert. Was ist das überhaupt für ein Blickwinkel? Will das Spiel mich hier verarschen? Es fällt mir doch jetzt erst auf. Na gut, ihr habt noch 3 Sekunden. Noch 3 Sekunden gebe ich uns. 3, 2, okay. Miranda gibt Ihnen Zugriff aufs System. Lassen Sie mich wissen, was Sie finden. Hören Sie das, Schätzchen? Wir werden Freundinnen. Sie, ich und jedes peinliche kleine Geheimnis. Ich bin dann unten im Frachtraum oder irgendwo an der Unterseite und lese. Ich stehe nicht so auf Durchgangsverkehr. Halten Sie Ihre Leute von mir fern. Ist besser so. Die schüttelt nur den Kopf. Ja, Miranda ist mir sympathisch geworden. Gerade ein bisschen. Wunderbar, aber es war wahrscheinlich der einzige Weg, wie man sie hierher bekommen kann. Und die will man tatsächlich nicht enttäuschen, die Frau. Na, das habe ich gelernt. Dann schauen wir mal, was wir machen können. Schrotflintenschaden mit für 2500 Platin. Oh, ob ich das mir leisten kann? Ich bin jetzt... Ja, unendlich nervig, ich weiß. Deswegen. Aber hey, das gehört dazu. Die Medigil-Kapazität. Klar erforschen wir das. Und warum muss das Menü mal wieder zugehen? Will das Spiel mich hier verarschen?
So, dann können wir direkt noch den Schadensschutz eins höher machen. Haben wir ja gerade gefunden. Wunderbar. Nein, nicht Waffen, Panzerung. Das, den Tech-Schaden. 1000 Element Zero, ja, können wir ausgeben. Dann haben wir noch Tech-Dauer. Oh, warum nicht? Warum nicht? Ich will so lange erforschen, bis, ja, genau, bis irgendwas kommt, was ich nicht mehr kann. Oder nicht mehr kenne. Wahrscheinlich das hier. Tech-Abklingzeiten. Das muss ich auf jeden Fall auch machen. Ich brauche ja kürzere Abklingzeiten. So. Einigkeit halt ihre Gruppe auf volle Gesundheit. Das heißt, das ist interessant. Das ist gut. Okay, das ist auch wichtig. Müssen wir auch lernen, das Trauma-Modul. So, dann haben wir Panzerung und Waffen soweit abgegradet, wie wir können. Schiffsverbesserungen bleiben noch. Die Krankenstation. Ja, 50.000 Platin. Kein Interesse dran. Bei den Prototypen kann ich immer noch das fortgeschrittene Training lernen. Ich habe allerdings noch nicht genug Leute loyal. Oh, oh. Ach, das ist nicht das. Dass das Sinn macht. So, das war also das. Dann schauen wir nochmal in die Upgrades rein. Ja, da kann ich ja jetzt nichts mehr machen. Interessant. So, muss ich das Trauma-Modul vielleicht sogar noch ausrüsten? Ah, aber wir haben ja erstmal wichtige Sachen zu erledigen. Ich muss erstmal nach meinen E-Mails gucken. Ja. Hi, Kelly. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Oh, wie schade. Wir gehen wenigstens noch die Fische füttern. Und dann hören wir uns an, was Kelly zu Jack zu sagen hat. Denn das könnte sehr interessant sein. Die braucht auf jeden Fall psychologische Einzelberatung und Hilfestellung, denke ich doch. Wollen wir uns umziehen? Ja, wir ziehen uns um. Komm. Das Feature gibt's. Ziehen wir uns also um. Können wir uns die Panzerung nochmal angucken? Vielleicht gibt's ja hier irgendwas Neues. Außer Farben. Ich nehme mal an, neue Sachen kämen weiter rechts dazu. Ja, hier habe ich doch nur dieses Atemgerät-Gedöns. Okay. Schnellere Schildregeneration. Ich will aber mehr Gesundheit. Ja, ich will mehr Gesundheit. Mehr Munition. Mehr Gesundheit. Mehr Munition. Hier haben wir mehr Gesundheit oder Schildstärke oder schneller Rennen. Ja, wir nehmen mehr Munition oder mehr Lebenspunkte. Was auch immer. Informelles Aussehen. Was? Ja, nee. Ich weiß nicht. Vielleicht dann Fasching mal in dem Outfit? Nehmen wir wieder das Gerät. Sehe ich aus wie ein böser Wissenschaftler. Das passt doch ganz gut. Ah, da ist auch der Helm. Shepards alter Helm. Von der Absturzstelle der Normandy. Und dann kehren wir zurück zu Kelly und hören uns das Profil von der guten Jack an. Und dann sollte ich mit Jack auf jeden Fall reden. Mit Jack und Miranda. Miranda könnte ich zum Beispiel fragen, was zum Teufel ich mir da für eine Verrückte aufs Schiff geholt habe. Das wäre eine gute Frage. Jacks Tätowierungen sind wunderschön. Bestimmt genauso bunt wie ihre Vergangenheit. Allerdings macht mir ihr Temperament Sorgen. Ich glaube, du magst alles. Du magst Garus und du magst Jacks Tätowierungen und ich glaube, du bist einfach zu positiv. Wie meinen sie das? Das will ich eigentlich sagen, aber wir wollen ja ein bisschen ziviler bleiben. Sie haben Sorgen wegen Jack? Sie wird im Einsatz absolut verlässlich sein, aber ihre Einstellung lässt auf tiefgreifende persönliche Probleme schließen. Sie stößt andere zurück, geht aber freimütig mit Sexualität um. Ich glaube, sie versteht selbst nicht, warum sie so handelt. Es würde mich nicht überraschen, wenn sie ihnen Avancen macht, aber falls sie ihren Respekt wollen, sollten sie sich das gut überlegen. Die hat mich doch schon einen Waschlappen genannt. Wie viel tiefer kann ich denn noch fallen? Ich werde mein Bestes tun, um sie nicht zu verärgern. Warnen Sie mich, falls Sie versagen, damit ich mich rechtzeitig verstecken kann. Wie auch immer, wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Ja, warum fragen wir nicht nach der Crew? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Im Moment nicht. Noch etwas, Commander? Plaudern? Haben Sie mal einen Moment Zeit? Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Oh, wie schön. Ja, okay, wir gehen. Ich gehe besser. Okay, vielleicht reden wir später miteinander. So, wen hatten wir jetzt dabei? Said und... So, Hadley. Den Doktor. Wie werden Sie denn Ihren nächsten Urlaub verbringen?
Glauben Sie wirklich, wir kriegen nochmal einen Landgang? Natürlich. Shepard stellt das beste Team zusammen, das die Galaxie je gesehen hat. Wir werden ihnen in den Arsch treten. Sie haben sicher recht, Matthews. Natürlich hat er recht. Der andere kann die Luftschleuse rausgehen hier. Okay, Shepard. Freut mich, dass Sie zurück sind. Aber behalten Sie bitte den Neuzugang im Auge. Wir haben nur begrenzt Platz für Geisteskranke. Wunderbar. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Psst, psst. Joker? Ich merke, wenn es zuhört. Ich höre immer zu, Mr. Moreau. Ich weiß. Könnt ihr mal aufhören zu flirten, ihr beiden? Das ist wirklich nervig. Fragen wir nach dem nach dem Team. Was halten Sie von den Leuten, die wir rekrutieren? Naja, also die, mit denen Sie zuletzt weg waren. Said ist wie Sie, nimmt dafür aber Schecks. Solange es überrascht nicht, dass Morden so tut, als sei... Ja, okay. Ist natürlich nur die hatten wir schon gehört, die hatten wir schon gehört, sorry. Werden. Ich weiß. Bis dann, Commander. Wir gehen. Ich muss ja noch Jack finden. Ich weiß aber auch, glaube ich, schon genau, wo sie ist. Ganz, ganz unten im Schiff, wie sie ja gesagt hat, wird sie da irgendwo rumspringen. Da war ja eine dunkle Ecke, wo man sich verstecken kann. Und genau da wird sie sein. Die Frage ist nur, ob ich vorher noch zu Miranda gehe. Miranda lege schon auf dem Weg. Vielleicht kann ich ja noch was erfahren. Ich hab das Gefühl, wir sollten nochmal über Jack reden. So, Miranda, mein altes Quartier da irgendwo. Genau. Ich kenne mich doch hier aus. Mirandas Büro. Hallo. Commander, was kann ich für Sie tun? Normandy Upgrades, klar. Erzähl mir was davon. Haben Sie Vorschläge, welche Upgrades wir möglicherweise durchführen könnten? Ich habe ein paar Ideen, ja. Hier, sehen Sie mal. Ein paar Ideen? Ach so, aber habe ich jetzt hier neue? Ja, hier sind neue. Hier ist ein verbesserter Mineralienscanner. Oh mein Gott. Wir wollten doch... Dadurch wird das Scannen von Planeten deutlich beschleunigt. Das hängt doch haupt... Ach, fliegt dann die Sonde schneller hin? Ich habe keine Ahnung, weil... Ich kauf's. Ja, komm, ich kauf's. Ist mir egal. Commander, was kann ich für Sie tun? Ich wollte plaudern. Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Es gibt viel zu tun, Shepard. Später vielleicht. Oh, schade. Gibt es etwas, das ich über die Normandy noch wissen sollte? Die Crew arbeitet einwandfrei und das Schiff erfüllt bisher alle Vorgaben. Wunderschön, dann gehen wir. Zurück an die Arbeit. Natürlich, Commander. Aber immerhin, wir haben die Planetenscan-Supertechnologie, den verbesserten Mineralienscanner bekommen. Ich kann kaum darauf warten, den einzusetzen. So, dann schauen wir mal. Dann muss ich also vielleicht auch nochmal mit allen meinen Leuten reden und da das Menü aufmachen zum Upgrade. Also mit Mordin und mit Jacob. So, wie komme ich jetzt zu Jack? Das ist, glaube ich, Said hier hinten drin. Ja, hallo. Mach's gut. Ich wollte nur mal reingucken, ob du was anhast. Und hier können wir runtergehen. Da wird's doch sein. Da würde ich mich verstecken. Hallo, Jack. Sieht sehr heimlich aus hier. Oder sehr heimelig, ich weiß nicht. Sehr wohnlich, soll ich sagen. Hey. Hey. Upgrades. Genau. Warum nicht? Klar, bring was aus dem Weg. Ich habe viele Ressourcen mitgenommen. Können Sie daraus was machen, das uns gegen die Kollektoren hilft? Ich bin auf Pläne für L5X-Implantate gestoßen. Ich habe sie noch im Kopf. Wollen Sie wissen, was ich dafür brauche? Ist normalerweise nicht mein Ding, aber ich habe gelernt, die meisten Sachen ganz alleine hinzukriegen. Natürlich. Prototypen also. Subjekt Zero. Biotischer Schaden. Jack erhält 20% biotischen Schaden mehr. Okay. Jacks Vitaldaten zeigen eine progressive neurale Degeneration, was normalerweise ihre Fähigkeit zur Erzeugung von Masseneffektfeldern schwächen müsste. Stattdessen ist aber eher das Gegenteil der Fall. Durch Ersetzen des Energiemoduls in ihrem Bioverstärker durch einen Prototyp mit höherer Kapazität ließe sich die Stärke von Jacks biotischen Kräften dramatisch steigern. Du hattest mich bei... da oben irgendwo. Hattest du mich schon überzeugt. Hey. Hey. Warum nicht?
Fragen wir nach den Cerberus-Leuten. Was halten Sie von Miranda und Jacob? Jacob weiß nicht, wer er ist. Aber das ist nicht mein Problem. Miranda ist ein Cerberus-Miststück. Das wusste ich schon, bevor sie den Mund aufgemacht hat. Was halten Sie von unserer Mission? Sie ist mir egal. Ich will sie nur überleben und mich dann absetzen. Ehrlich? Okay, kann man mitarbeiten? Erzählen Sie mir von sich, Jack. Ich informiere mich noch über mich selbst. Danke, dass Sie mir Einblick in diese Dateien gegeben haben. Jetzt will ich nicht zu weichkeksig sein. Aber im Prinzip muss man die anfüttern, oder? Mit Nettigkeit. Ein bisschen. Ja. Oder wir bleiben komplett, ja, wir füttern an. Komm, Shepard ist ein netter Kerl. Wenn es Ihnen hilft, bin ich auch zufrieden. Oh Gott. Machen Sie hier nicht auf Kumpel. Sie brauchen mich, damit ich für Sie töte. Ich brauche Sie wegen der Dateien. Belassen wir es dabei. Ihre Freunde von Cerberus machen ein paar echt üble Sachen. Ich werde etwas Nützliches finden. Ich weiß es einfach. So. Und wenn die Antworten nicht so ausfallen wie erwartet? Ich suche nicht nach Antworten. Ich suche nach Namen, Daten, Orten. Das klingt so, als wolltest du Leute umbringen. Was geschieht, wenn sie finden, wonach sie suchen? Ich gehe auf die Jagd. Alle, die das mit mir gemacht haben, werden bezahlen. Ihre Partner werden bezahlen. Ihre Freunde werden bezahlen. Wenn ich fertig bin, ist in der Galaxie wieder viel mehr Platz. Ja gut, du willst das danach machen. Ist das wirklich, ich meine, ja, nett, während wir hier zusammen auf dem Schiff sind, und wenn du später mir dann vor die Flinte läufst, dann müsste ich dich wohl auch aufhalten. Vielleicht, je nachdem, wie böse die anderen sind. Das ist halt kompliziert und sowas kann man nicht so absolut sagen. Was verbindet Sie mit Cerberus? Sie haben mich in einer Forschungseinrichtung großgezogen. Ich bin als Kind entkommen. Seitdem bin ich auf der Flucht. Und Sie haben mich seitdem immer verfolgt. Aber schon bald werde ich den Spieß umdrehen. Okay. Cerberus Barbie muss sich in Acht nehmen. Auf jeden Fall. Sie denken viel darüber nach, stimmt's? Ich schlafe damit ein. Ich wache damit auf. Bei jedem, den ich töte, stelle ich mir vor, dass er zu denen gehört, die mir das angetan haben. Willst du ein angenehmeres Quartier? Ich weiß gar nicht, warum, ja. Sie wissen schon, dass Sie nicht in dieser Ecke hausen müssen, oder? Es ist dunkel, ruhig und schwer zu finden. Für mich bedeutet das Sicherheit. Dieses Schiff ist sehr mächtig. Sie könnten ein Pirat werden und wie ein König leben. Ich könnte helfen. Was? Das ist aber eigen. Ja, vergiss es. Wir müssen die Kollektoren aufhalten. Ich habe keine Zeit für das Piratengeschäft. Wenn es vorbei ist, sind wir entweder tot oder hier draußen im All. Mit diesem Schiff. Bedenken Sie nur, jede Menge Credits. Die Freiheit, überall hinzugehen. Und so viel Chaos und Kämpfe, wie ich haben will. Wie gesagt, Ich wollte gerade sagen, dass Shepard ist ein Spectre, der kann hinfliegen, wo er will, der findet jede Menge Credits von den Gegnern, die er umbringt, und der hat die Freiheit, jedem zu helfen. Das ist doch schön. Das ist sein Piratenleben hier. Was fasziniert Sie eigentlich so sehr am Töten? Immer wenn jemand stirbt und ich bin's nicht, steigen meine Überlebenschancen. Ganz einfach. Das würde ich nicht so sehen. Stell dir mal vor, deine Verbündeten sterben, aber du hast ja keine. Deswegen, ja, bist du so antisozial oder andersrum eher. Weil wenn hier Garrus stirbt, dann steigen Shepards Chancen, dass er stirbt. Wenn Miranda stirbt, steigen Shepards Chancen, dass er stirbt. Ich muss jetzt gehen. Okay. Okay, wir fragen nochmal nach Upgrades, vielleicht gibt's ja mehr jetzt noch. Hey. Ich habe viele Ressourcen mitgenommen. Ich habe mich um die L5X gekümmert. Da haben Sie Glück gehabt. Ich habe diese Scheiße normalerweise eigentlich nicht drauf. Okay, anscheinend nicht. Gut, dann gehen wir. Ich sollte jetzt gehen. Okay. Nett, dich kennenzulernen, Jack. Und der Kamerawinkel ist wirklich immer sehr unfreundlich gegenüber weiblichen Charakteren.
Aber was soll's. Was soll's. So, dann gehen wir jetzt nochmal zu Jacob und zu dem Hai. Harris hat irgendeine total seltsame Tech in die Hauptgeschütze gepackt. Sie verbrauchen jetzt fast doppelt so viel Energie. Aber sie scheinen ziemlich wirkungsvoll zu sein. Das sind sie. Keine Sorge. Ein paar Handgriffe an den vorderen Kondensatoren und das Gleichgewicht stimmt wieder. Okay, macht, was ihr macht. Ich verstehe davon kein Wort. Ja, dann sollten wir nochmal zu Garrus gehen. Ich meine, ich habe zwar schon sein eines Upgrade gemacht, aber vielleicht hat er ja noch eins. Wer weiß. Upgrades, Upgrades, Upgrades. So, Garrus. Garrus wohnt ganz am Ende diesen langen Ganges. Ich habe schon lange nicht mehr so gut gegessen. Oh. Ich hätte nicht gedacht, dass Rupert es wirklich kann. Die sind immer noch glücklich mit dem Essen. Wie schön ist das denn? Shepard, brauchen Sie was? Upgrades. Haben Sie Vorschläge, welche? Meine aktuellen Upgrades arbeiten einwandfrei. Ich habe mein Bestes gegeben. Okay, dann reden wir ein bisschen. Haben Sie mal eine Minute Zeit? Kann das warten? Ich stecke gerade mitten in ein paar Kalibrierungen. Na dann? Wir reden später, Garrus. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ich will mich ja nicht aufdrängen. Wie unfreundlich von ihm, ja? Wie unfreundlich. Immerhin kommen da nicht die gleichen Dialoge immer nochmal, sondern das ist jetzt anscheinend so eingestellt, dass der sich entschuldigt. Mit Arbeit, der keine Zeit hat, mit mir zu reden. E-Mail? Kelly? E-Mail? Na. Nicht mal mehr Kelly redet mit mir. Jacob. Jacob, wo bist du? Okay, da hinten steht er. Ja. Ah. Commander, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ja. Irgendwelche Ideen, wie wir uns auf die Kollektoren vorbereiten sollen? Wir haben die beste Panzerung, die es gibt. Der Rest liegt außerhalb meiner Expertise. Wir sprechen später. Commander. Mist, 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 Mist. Okay. Noch zu dem Mordin, weil dem habe ich vielleicht noch nicht belästigt wegen Upgrades. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Irgendwelche Vorschläge, wie wir uns noch auf die Kollektoren vorbereiten könnten? Vorschläge, sicher. Teuer, aber möglicherweise lohnend. Kann sie Ihnen zeigen. Zeig her. So, wo bist du jetzt, Prototypen? Mordin Universalwerkzeug, mehr Tech-Schaden. Oh ja, klar, warum nicht? Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Irgendwelche Vorschläge? Tut mir leid. Habe mein Möglichstes getan. Zurück an die Arbeit. Bin hier, wenn Sie mich brauchen. Okay. Jetzt gucke ich nochmal hier rein, ob ich da noch was erforschen muss für. Aber nein, anscheinend nicht, oder? Habe ich schon erforscht dann. Mordin und Jack haben beide mehr Schaden jetzt durch ihre Upgrades. Okay, interessant. Ich brauche noch so eine Konsole für Shepard. Wo Shepard neue Upgrades bekommt und tolle Sachen lernt, ja? Dafür gibt es ja anscheinend diese Fähigkeit, diese besondere Fähigkeit, wo ich mir eine Fähigkeit eines meiner Gruppenmitglieder stehlen kann. So, haben wir die Fische gefüttert, haben wir Bu geknuddelt. Hallo Bu, knuddel. Dann sage ich Tschüss für heute, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.